Schau mal, liebe Leute, willkommen zurück zu einer Folge Backen hieß aber mit dem Hühnchen der Art. Nee. Ich hab's wieder verkackt. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich brauche eine neue Begrüßung. Jedenfalls spielen wir jetzt unsere Lieblingsmischung aus Earthbound und Tohu weiter. So, wir sind hier. Ach ja, genau. Bevor es jetzt weitergeht, gab's dann noch so eine kleine Sache zum Geld verdienen, die ich euch zeigen wollte. Tralala. Möchtest du in mein Boot reiten? Im Boot reiten? Yo. Wohin fahren wir heute? Zum Wasserfall. Dann geht's jetzt los. Ich mag die Stimme von dem Vieh. Was auch immer das ist. So. Tralala. Das Piano spielt den tropfenden Lied. Tropfend. Ja, das Secret haben wir schon gelöst. Das wäre das um die Dock-Residues. So. Dann. Komm irgendwann wieder. Tralala. So, dann hier. Wir brauchen jetzt hier jeden Platz im Inventory, den wir haben. Ach, wir brauchen die Box ja nicht mehr. Ha, wir haben ja ein Handy. Wer braucht schon einen Schrank, wenn ein Handy hat? Da eine Dock Residue ist drin. Perfekt, dann können wir die hier alle wegwerfen. Item, Dock Residue. Drop. 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 So, dann mal gucken, wie viel Geld haben wir hier. So, ja, das sollte gehen. Dann, wir müssen uns jetzt hier ganz viele Cloudy Glasses kaufen. So. So. Wir bezahlen 30 Gold dafür. Behaltet diese Zahl bitte im Kopf. So. Dann gehen wir zurück. Dann, wir haben jetzt sehr viel Geld verloren. Ja gut, so viel auch nicht. Und wir haben jetzt tausende von Cloudy Glasses. Wohin fahren wir heute? In Sotland. Ne. Ich hab... Oh gosh, ne. Egal, wir reiten jetzt wenigstens noch auf dem Vieh. Vielleicht kriegen wir jetzt auch die Nachricht, die ich hier bekommen möchte. So, weil es gab hier noch etwas. Tralala. Menschen, Monster, Blumen. Ein gruseliges Lied. So, wir müssen jetzt nämlich nochmal zurück. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe einen Fehler gemacht. Da reden wir nochmal mit dem Vieh. Jo. Warum fahren wir heute zum Wasserfall? Dann los geht's. Komm. Ham, 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 ham. Ich habe ein kleines Konzert. Wie kann man sich hier die Musik? No music, no fun! Oder ich bin taub, das kann auch sein. Komm irgendwann wieder. Tralala. Ah, gut, hier kommt wieder Musik. So, wir müssen jetzt hier, so, ich weiß nicht, wir haben hier Anleihen ja schon besiegt. Kommen jetzt überhaupt noch Gegner? Nee, scheinbar nicht. Wir haben uns mit allen Gegnern dieser Gegend befreundet. Ding, ding, ding. So, boah, ich liebe den Soundtrack des Games einfach. Das ist so wundervoll. Dass ich gleich kotze. Aber auf die gute Art. So, ich habe mir vorgenommen, nie wieder auf die schlechte Art zu kotzen. Jetzt sind wir im gruseligsten Ort des ganzen Spiels. Der Termination, würde ich mal sagen. So, und die können wir für 50 Gold verkaufen. Das heißt, wir machen jetzt pro Cloudy Glass 20 Gold Vorteil. Ja, ja. Wie es sich freut, süß. Wow. Du hast Cloudlash. Ich muss das Cloud Glass haben, aber ich muss ja College bezahlen. So. So, und ja, auf die Art haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Geld gemacht und auf diese Art werden wir auch die stärkste Rüstung des Spiels bekommen. Nämlich können wir hier für das College von dem Vieh bezahlen und wenn wir dem Vieh genug Geld geben, dann kriegen wir die stärkste Rüstung des ganzen Spiels und ich denke, das gehört jetzt zum Spiel dazu, auch wenn die schon etwas zu OP ist. Also, ich werde hier offscreen jetzt etwas Geld farmen. Bis gleich, Leute. Tralala. Okay, Leute. Das hat lange gedauert, aber ich habe jetzt genug Gold. So, um hier für sein College zu zahlen.
1000 Gold. So. Ja gut, so lange hat es eigentlich nicht gebraucht. Das waren 2-3 Mal rumgehen. So, dann hier jetzt. Ja, ja. Boah. Das ist sehr viel Geld. Sam, wirklich, selbst? Okay. Sam, go to college. Und mach dich stolz. Ach du Schande. Oh Gott. Dem Beck von Gold, leck. Das hat sich gereimt. Dem hat viele Dinge gelernt. Lernt neue Items zu verkaufen. Und Stacy, die Tem Armor. So, 3500 Gold brauchen wir, Leute. Macht die Kämpfe zu einfach. Ja, die ist wirklich OP. Und ich denke, wir müssen uns das holen. Das ist Pflicht. Also, ich werde wieder cutten. Und uns das Geld besorgen. Bis gleich. Da wäre ich wieder. So, endlich. Wir haben das Ding. Tammy, Armor! Macht Kämpfe zu einfach. Hoi, willkommen zu dem Job. Ach, das hatten wir schon. Bei für 3500 Gold. Ja, ja. Danke, danke, Kauf! So. Dann. Jetzt haben wir sie. Exit. So, und jetzt können wir sie anziehen. Tammy Armor, Info. Tammy Armor. Armor Dev 20. Das Ding, das du tun kannst mit College Education. Erhöht Attacke, wenn es angezogen wird, was uns hier nichts bringt, da wir True Pacifist sind und im Genocide Mode kann man das Ding nicht bekommen. Recovered HP in jeder Runde. Und Invulnerability geht etwas weiter hoch. So, das Ding ist OP. Was? Achso, du hast die Tammy Armor angezogen. So, das Stained Apron tun wir mal woanders hin. Ja, ja. So. Und wir speichern hier mal gerade. Und das ist eines der schönsten Sachen, die Determination uns antun kann. Na gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Bossfight. Genau, wir haben nämlich die Hotlands jetzt schon fast hinter uns. So, was interessant, ich hatte die Puzzles eigentlich etwas länger in Erinnerung, aber wenn das Spiel uns sowas antut, dann haben wir natürlich nichts dagegen, Leute. Beware of the man who speaks in sands. So. Dann gehen wir wieder zur Bootsfrau oder zum Bootsmann. Es macht ja eigentlich nichts aus. Ja, wir haben wie die Katze. Tralala, möchtest du reiten? Oh yeah, ich will reiten. Nein! Oh gosh! Ich glaube, ich muss auch Collect Education machen. So. Tralala, der Engel kommt. Tralala. Den Engel werden wir, wie gesagt, noch kennenlernen. So. Habt Geduld, Leute, habt Geduld. So, ich spoil euch etwas, auch wenn Tammys Ohren so aussehen wie Flügel, es ist nicht der Engel. So, tralala, möchtest du reiten? Auch wenn das eigentlich genau das wäre, was so eine Tobi-Fox-Aktion wäre. Dann los geht's. Aber Tammy ist halt nicht der Engel. Versprochen, Leute. Eventuell, vielleicht, so ein bisschen. So, was sagt ich so? Tralala, oh oh, plötzlich fühlt sich etwas tropisch an. Ja, weil wir jetzt in den Hotlands sind. So, ich muss gerade was trinken. Oh. Oh yeah. Komm irgendwann wieder. Tralala. So, dann. So. Ja, ja, Determination. Ah, ich bin so glücklich, dass wir den ganzen Gäste-Follower-Scheiß zu Ende gebracht haben und ich nicht mehr in den Configs herumspielen muss. Na gut, demnächst gibt's aber noch so eine Sache, die würde ich euch gerne zeigen, nämlich die Soundtest-Rooms und alles. Vielleicht kann ich auch noch The Stale irgendwie reinbringen als den Stall. So, wir hätten uns hier auch ein Duel. Ach genau, stimmt. Da haben wir noch vielleicht einen in einer Dimensional Box einen Donut. Bitte? Nee? Schade, weil ansonsten könnten wir den Kampf extrem schnell beenden, denn wir müssten. Egal. So, Ring. Hallo, hier ist Elvis. Der Raum ist wie der, den ich zuvor gesehen habe. Das sind zwei Puzzles im Norden und im Süden. Du musst beide lösen, bevor du weitergehst. Also, würde ich auch gern sagen, ich gebe dir nicht die Puzzle-Lösungen, aber wenn du Hilfe brauchst, ruf mich einfach an.
Okay. Also, ehrlich gesagt. Warte, ich habe eine Idee. Lass uns Freunde sein in Andernetz. Dann kannst du mich einfach nur anpingen, wenn du Hilfe brauchst. Warte. Wir sind bereits Freunde, oder? Ich hab dich angemeldet, oder? Du bist eine Schnellmerkerin. Du hast die ganze Zeit meine Posts gelesen. Gut, ich hoffe, du stimmst mir zu über Mew 2. Oh, Elvis ist so ein großartiger Charakter. Also es gibt ja Stellen, da ist schon wirklich schade, dass ich ihr hier so eine Psychostimme gebe. Dann zuerst das Nordpuzzle, würde ich mal sagen. So, oh gosh, dann ist jetzt Zeit, die Temmie-Rüstung auszuprobieren. So, dann hier Vulcan werden wir, nee, den machen wir lieber zuletzt erst. Dann werden wir mit dem erstmal approachen. So, wir kennen hier die Sprüche ja schon alle, glaube ich. So, ausgezeichnet. Und habt ihr gesehen, wie wenig Schaden der uns macht? Also die Temmie-Armor ist wirklich OP. Und dann heilt sie uns auch noch. So. Dann hier erstmal umarmen. So. Ach ja. Ah, jetzt machen uns die Dinger auch hier Schaden. So. Ah, ich schätze mal, Leute, nicht genug. So, dann hier. Mit dem Rätsel hatte ich beim ersten Mal große Probleme. Auch wenn ich mit Rätseln dieser Art hier nie Probleme habe. So. Da müssen wir gucken. So, genug französische Nationalhymne für einen Duck. Das führt zu nix. Ich habe mir gerade irgendwie Probleme mit dem Rätsel. Die Elvis ist aber auch schon fast so begabt darin wie der Papyrus. So, sorry Leute, ich bin gerade hier ein bisschen müde. So. Jetzt. Bam. Das Raumschiff ist broken. Congratulations. So, oh, hier sind plötzlich zwei Leute aufgetaucht. Und die sehen sehr interessant aus. Mein Lieblings-Metaton-Moment. Direkt, wenn alles schlimm aussieht, macht er eine dramatische Pose. Selbst in einer Cooking-Show, wenn die Eier nicht richtig sind. Mein Lieblings-Metaton-Moment. Wenn er die bösen Heel-Turning Villains zerstört, selbst wenn es während einer Quizshow ist. Ich glaube, ich will auch etwas Metaton TV sehen. Das hört sich ja interessant an. Streamt schon mäßig. So, in einer Quizshow die Teilnehmer verprügeln. Oh yeah. Oh yes. So. That is. Ah, ich bin durchgekommen. Sicher. Ring. Hey, das ist, es hat nichts damit zu tun, dir zu helfen, aber, würdest du vielleicht damit mir eine Menschenfrau sehen? Irgendwann? Es nennt sich, Mew Mew Kissy Cutie. Nein. Okay. Das ist okay. Ich dachte nur, ich sollte fragen. Aber ich denke, du würdest es wirklich mögen, wenn du es eine Chance gibst. Okay, gut. So, sie hat jetzt nämlich extremst gespawnt. Das wollen wir nicht. Wir werden eine Überraschung machen, wenn wir uns mit ihr die Show ansehen wollen. So. Da, jetzt. Bam. Raumschiff ist kaputt. Kaputin. So. Ja, ihr habt gehört, ich habe Russisch gesprochen. Das müssen wir uns jetzt ansehen.
Also, na gut. Ich bin nicht der Laser Pro LP, für den mich manche Leute auch manchmal halten. Du riechst, um die Blumen zu riechen. Das hat sich gelohnt. Ich muss gerade einen Schluck Wasser trinken. So, weiter geht's. So, und das wäre dann, glaube ich, jetzt auch das letzte Puzzle von diesem Abschnitt hier. Oh yeah, das hat Style. Dann hier Determination. Ah, wir riechen Spinnennetze. So, boah, der Hintergrund sieht so episch aus. Ja, yeah. Hast du gehört, was sie sagten? Sie sagten, ein Mensch mit gestreiftem Shirt will hier durchkommen. Ich habe gehört, dass sie spinnen lassen. Ich habe gehört, dass sie es lieben, auf den zu stampfen. Also langsamer. Ich habe gehört, dass sie es mögen, ihnen die Beine abzureißen. Oh, kommen wir wirklich nur sehr langsam vor. Ich habe gehört. Na, was hast du gehört? Ah, das ist doch dieses Mädchen von vorn. Dass sie extremst geizig sind mit ihrem Geld. Ich denke, dein Geschmack wird in unsere Bäckereisachen passen, oder, Liebling? Ich tue nichts damit, disagree. Ich denke, dein Geschmack ist genau das, was wir brauchen. Dann, Leute, hört die Hintergrundmusik. Das ist das schönste, das ist eines der schönsten und epischsten Themes in diesem Lied. Das ist ein Remix von Dummy und Ghost Encounter. Und es ist das letzte Mal, dass wir einen Remix von diesem Lied hören. Dann, wir können dir Geld geben, wir könnten sie checken. So. Da, genau. Sie lädt sich in ihr Paler, keine Ahnung, was es ist, entschuldige dich, Guck doch nicht so blau aus, mein Liebling. Okay, ihre Stimme ist scheiße, ich muss mir da eine andere einfallen lassen. Ich denke, lila sieht da nicht besser aus. Ja, ich kann es aber auch nicht wirklich besser machen. So, dann. Das hier ist ein sehr schöner Seelenmodus. So. Warum so weiß? Du solltest, Du solltest stolz sein. So. Dann, riecht nach frisch gebackenen Cobwebs. Dann sorry mir mal. Du versuchst zu entkommen. Muffets mit ihren Mund und lacht dich aus. Stolz. Nee. Okay, ich brauche jetzt eine Stimme für sie. Stolz, dass du in meinem leckeren Kuchen dabei sein wirst. Okay, jetzt habe ich das Lachen irgendwie verkackt. Oh. Okay, gut, hier die Kopfwebsachen ist jetzt dank der Termin Amokai im Schaden. Ah, die Spinnenklatschen in der Musik. So. Oh, ich mag hier das Team. So. Muffet ist bei amüsiert von dir, sie gibt dir Discount. Deine Seele wird jede Spinne sehr glücklich machen. So. Oh, so. Das wird hart. Oh Gott, als nächstes kommt ihr Haustier. So. Muffet macht das Netz um dich herum dichter. So, nichts passiert. Oh, wie unhöflich von mir. Ich hab fast vergessen, dir mein Haustier vorzustellen. Es ist Frühstückszeit, oder? Habt Spaß, ihr beiden! Oh, ich liebe das wieder. So. Ey! Meine Tastatur hat gerade nicht funktioniert. Fick. So, ich glaube, ich muss demnächst eine neue holen. Muffet übergießt dich mit einem Glas Spinnen. Das ist wirklich abartig. Die Person, welche uns über dich gewarnt hat. Oh, das ist etwas härter. War kein Problem für uns in der Tem Armor.
hat uns eine Menge Geld für deine Seele angeboten. Ja, wer das ist, werden wir in dem Spiel übrigens nicht erfahren. So, das ist auch interessant, aber man kann... Oh, hier. Muffet macht einen Synchronisettentanz mit den anderen Spinnen. Ich finde hier die Text-Messages bei ihr so genial. Sie hatten so ein wunderschönes Lächeln und... Ja, daran können wir vermuten, dass es entweder Gaster ist oder Sans oder Flowey. Das sind alles drei Leute mit dem wundervollen Lächeln. So, und die Spinnen klatschen mit der Musik. Das ist aber auch wirklich eine Musik, zu der man nur tanzen kann. Es ist schon witzig, aber ich schwöre, ich sei in den Schatten. Form wechselt? Ja, ich habe keine Ahnung, was für ein Vier nochmal die Form wechselt. So, die Balletteil war einfach. So, und hier kommt jetzt wieder das Haustier. So. Oh, es ist Mittagessenszeit, oder? Ich habe vergessen, mein Haustier zu füttern. Interessant, wie die Zeit vorbeischwebt. Vorhin war doch hier noch Frühstückszeit. Gott, Gash, no. Ey, meine Tastatur! Wieder! Hallo? So. Ich muss den nächsten eventuell mal eine neue holen. So, die ist ja auch schon voll mit Schokolade und alles sehr abartig und Spinnen. So. Mit diesem Geld können die Spinnenkläne endlich wieder neu vereint werden. So. Jetzt haben wir auch etwas die Hintergrundgeschichte von absolut irrelevanten Viechern im Spiel. Hast du es nicht gehört? Die Spinnen waren in Ruin für Generationen. Was war nochmal trapped? Gefangen. Eine sehr verwirrende Balletelle. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wirklich noch was fressen. Dann wär's mal ein Hotdog. Du isst ein Hotdog. Deine Spiel ist voll. Selbst wenn sie unter die Tür durchgehen, Snowdens fatale Kälte ist unpassbar alleine. Ja, zumindest für Schnecken. Nee, was waren das für Viecher hier nochmal? Spinnen, genau. Genau, werden Schnecken, würden die nicht mehr gefangen sein, dann würden die gefressen sein. So, die vergießt uns wieder mit Zeug. Aber mit dem Money von deiner Seele werden wir endlich ein... werden wir uns endlich eine Limousine kaufen können mit Heizung. Oh Gott, das sieht jetzt krank. Also der Text hier. So. Komm. So, wir werden wieder übergossen. Und mit all den übrig geliehenen Geld, wir könnten einen schönen Urlaub haben. Oder uns vielleicht sogar ein Spinnen-Baseballfeld bauen. Das Spiel ist so genial. Das Spiel ist so genial. Und hier kommen Sachen, die brauche ich gar nicht erst versuchen auszuweichen, weil ich es eh nicht schaffe. So. Aber genug davon, es ist Abendessenzeit, oder? Oh Gott. Nee, keine Chance. Hier. Schande. Nee. Warum er das schaffen mag, ich nicht. Oh, wir sind da gerade aus der Seen einen runtergegangen. Meine Tastatur. Hallo? Ich sterbe nachher noch wegen dir, du Tastatur. So. Du bist immer noch am Leben. Oh, oh mein Haustier. Es sieht aus, als wäre es Zeit für die Nachtisch. Hä? Ein Telegramm von den Spinnen in den Ruinen? Was? Sie sagt, sie haben dich gesehen und... Selbst wenn du gierig warst, hast du nie eine einzige Spinne wehgetan? Oh mein, das ist alles ein großes Fehlverstehen. Ich habe gedacht, du wärst irgendjemand, der Spinnen hasst. Die Person, welche für die Seele gefragt hat. Sie muss einen anderen Menschen mit gestreiftem Shirt gemeint haben. Tut mir leid für den Ärger. Ich werde es dir wieder recht machen. Du kannst jederzeit zurückkommen und ohne Kosten... werde ich dich einwickeln und mit meinem Haustier spielen lassen. Nur ein Scherz. Ich werde dich jetzt verschonen. So, verschonen. Du hast gewonnen. Du hast 0 XP und 10 und 0 Gold bekommen. What the fuck?
Das hat Spaß gemacht. Bis irgendwann, mein Liebling. Oh, da viel, so viel dazu. Das war ein einfacher Bossfight. Ich bin mal gespannt, wie wir mit der Temmie-Rüstung durch Metaton durchkommen. So, und wir sind jetzt hier im... Oh Gott. Oh, dieser Mensch. Oh Gott, noch ein Dab. Ich muss das Gras trinken. Könnte es sein? Meine einzige wahre Liebe. Das Lied. Oh Gott, nee. Jetzt will ich dir sogar noch singen. Das sind ein gutes Lied. Oh, meine Liebe. Nee, das tue ich euch jetzt nicht an. Das tue ich euch nicht raten. Oh. Ja gut, ihr könnt mir zuhören. Ich muss ja gerade die Augen wischen. Ich bin müde wie Sau. So. Ich habe Augenschmerzen. Ach. Metaton, du hast eine wundervolle Stimme. Oh, Cherry Blossoms. Yay. Und wir werden in den Keller gesteckt. Und es wird scheiße sein. Und dann werden wir sterben. Boah, der Liedtext. Oh Gott, das ist eine Romanze, seht es, Leute. So traurig. So traurig, dass du in den Keller musst. Nun, Lieblinge. So. Oh no, was sollte ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Keller gesteckt. Ein Keller mit einem Puzzle, welcher so schlimm ist, dass mein Parameter irgendwie kaputt gehen wie jetzt. Oh Gott. Oh Himmel, hab Gnade. Das schlimme gefärbte Fliesenpuzzle. Ja, das wissen wir schon. So. Warte eine Sekunde. Haben wir dieses Puzzle nicht schon vor 100 Räumen gesehen? Richtig. Du änderst alle Regeln, oder? Großartig. Dann werde ich nicht deine Zeit nochmal für das verschwenden. Oh, du beeilst dich lieber. Denn wenn du nicht durchgehst in 30 Sekunden, wirst du bei diesem Feuer sterben. Hahaha. Meine arme Liebe. Ich bin so sehr mit Terror gefüllt, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Viel Glück, Liebling. Die Musik hier. Ach komm, das ist doch... So, dann, das war unpassierbar. Die grünen Teils, ich weiß nicht, was sie machen. So, jetzt sind wir eingeseift. Warte, ach. Verdammt, wir können nicht mehr zurück zur Seife, aber wenn wir hier drauf gehen... Dann, ach nee, stimmt, jetzt haben wir wieder den Lemon-Geschmack. Sind elektrifiziert und... Hier kommen wir jetzt... Zeit zu Ende. Oh, es tut mir so leid. Sieht so aus, als hättest du keine Zeit mehr. Ey, von der anderen Seite auch Flammen kamen. Das ist ja unfair. Hier kommen die Flammen, Liebling. Sie schließen dich ein. Werden closer und closer. Oh Gott. Jede Sekunde. Worauf warten wir? Ring. Pass auf, ich rette dich. Ich hab mich in die Firewall gehackt. Oh Gott, das Wortspiel. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Wieder besiegt von der brillanten Dr. Elphys. So. Das ist richtig. Komm schon, Metaton. Gib endlich auf. Du wirst uns niemals besiegen. Nicht solange wir zusammenarbeiten. Ach! Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Kampf. Nee, ja. Ich habe jetzt schon zu früh gespoilert. Oh, ist um das Spiel nicht blind zu spielen. Egal.
Dein Puzzle ist zu Ende. Nun geh nach Hause und lass uns alleine. Puzzle? Zu Ende? Alphys, Liebling, worüber redest du? Hast du vergessen, was die grünen Fliesen tun? Daran habe ich mich gerade nämlich auch erinnert. Sie beschwören Monster. Sie machen einen Kampf und da musst du gegen ein Monster kämpfen. Nun, Darling, dieses Monster bin ich. Du bist ein wahres Monster. So, Acton, was können wir machen? Schreien. Du schreist, nichts passiert. Dies ist es, Darling. Sag tschüss. Ist das dein Handy? Du antwortest lieber. Hey, das sieht schlecht aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf deinem Phone installiert habe. Siehst du diesen gelben Knopf? Geh auf dein Act-Menü und drücke ihn. Okay, Yellow. Du drückst den gelben Button. Dein Handy resonated dein Handy reagiert auf Metatons Presence. Das ist es, Liebling. Sag ciao. Cool. Oh yeah, Spaceship-Modus aktiviert. Press Nummer 6! Okay. Piu, 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 piu. Wuhu! Oh! Oh! Du hast mich besiegt! Wie kann das sein? Du warst stärker, als ich dachte, und so weiter halt. Jo, damit haben wir ihn besiegt. Ring! Es sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast es wirklich gut gemacht. Dank dir. Was? Oh nein. Ich meine, du warst die Person, die alles cool gemacht hat. Ich habe einfach nur ein paar Programme für dein Handy geschrieben. Hey, dies hört sich vielleicht seltsam an, aber kann ich etwas sagen? Bevor ich dich treffe, habe ich nicht wirklich mich selbst da gemarkt. Aber für eine lange Zeit habe ich... habe ich mich extrem schrecklich gefühlt, als ob ich nichts tun könnte, ohne jeden zu deprimieren. Aber dich anzuführen hat mich viel besser gefühlt lassen. Deine Grammatik stimmt, Alphys. Also, danke, dass du mich dir helfen lässt. Nebenbei, wir sind fast beim Chor. Es ist einfach hinter dem MDT Resort. Komm schon, lass es uns enden. Okay. Ach du Schande. Da wären wir nie durchgekommen. Niemals. Niemals. Oh, der Nice Cream Guy. Hey, das bist wieder du. Das ist ja super. Diese beiden Idioten haben alles von meiner Ice Cream gekauft. Nice Cream. Ich hab alles verkauft. Sorry. Warte, ich hab immer noch etwas für dich. Ein großes Lächeln. Wie wär's damit? Oh ja, das war genau das, was ich wollte. Vielen Dank, Dude. Da wollen wir nicht entlang. So. Oh, hey, wir sind und so. Was? Nehmen uns eine Auszeit von dem dich töten Ding. So wie zum Beispiel Andein hat uns nichts darüber erzählt. Okay. Er sieht glücklich aus. Okay. Dann hier auf der Seite. Ah ja, hier, genau. Hier können wir noch diesen Typ mehr besiegen. So. Hey, erinnerst dich an meinen Namen? Natürlich. Was? Du erinnerst dich? Wie konnte ich nur so einfach besiegt sein? Das war übrigens, glaube ich, Heat Flames Man. Oder Flames Heat Man oder so. Irgendwas in diese Richtung. So. Oh, da ist Sans. Oh, hier ist seine Notiz. Hey, geh über die gruselige Gasse hoch. Rechts war ein paar wunderschöne Deals. Okay. Dann gucken wir mal. Hey, check it out. Yeah. Guck dir das an. So, hier finden wir nichts, was uns wirklich interessiert. Wir haben die stärkste Rüstung. Mystery Key. Wie kostet der? 600G? Ja, vielleicht irgendwann mal. Den brauchen wir, um zu einem ganz besonderen Ort zu kommen. Ach, wir können mit den Viechern hier reden. Genau. So, reden. Über euch beide. So, was zum Beispiel? Ich bin Pretty. Und das ist meine beste Freundin, Catty. Ich bin Catty. Und das ist meine beste Freundin, Pretty. Sachen. Ah, fail. Miau, miau. über eure Waren. Das Zeug drin ist so absolut
Teuer. Aber dieses Zeug, wo wir es gefunden ist, überall. Extremst billig. Du solltest zum Beispiel alles kaufen. Okay, oh, der Herkunft der Waren. Ich meine zum Beispiel, woher wir die Pistolen gefunden haben oder das Essen oder so. Wir fanden es im Müll. Es ist so toller Müll. Es ist wirklich guter Müll. Okay, wieder neu. Hä? Okay, das war jetzt das Neue. Okay, ich hab's verkackt. Okay, dann nochmal. Wo wir den Müll her haben. Zum Beispiel bei dem Müllstore. Ach so, von dem Wasserfall dort über Metaton. Oh mein Gott, Metaton! Ja, das war jetzt zum Weinen. Ist so. Mein Roboter, ihr Mann! Also eigentlich ist er mein Roboter, ihr Mann! Ich denke, wir werden beide heiraten. Er ist einfach nur. Ich weiß es nicht. Okay, wo Metaton herkommt. Also so zum Beispiel, Dr. Elfes hat Metaton gebaut, richtig? Das ist, was die alle sagen. Aber eigentlich war Metaton schon immer. Hat er sich schon immer nach seiner eigenen Idee gebaut? Und selbst direkt nachdem er gebaut wurde, hat er sich so getan, als wäre Elfes ein guter Freund. Aber es sind keine Freunde mehr. Ja, im Gegensatz zu mir und Bratty, beste Freunde für immer über Elfes. Oh mein Gott, Elfes! Ja, das sagt die andere auch. Sie hat auf unserer Straße gelebt. Sie war wie eine große Schwester. Ich meine, wie deine große Schwester. Nimmt dich mit auf Trips zu dem Müllhalde. Sie hat uns den coolsten Platz gefunden, um Müll zu finden. Wir hatten immer seltsame Cartoons collected. Dann wurde sie der königliche Scientist. Ja, wir haben sie schon seit der Ewigkeit nicht mehr gesehen. Nochmal. So, Elfes Selma zum Beispiel. Also, Elfes hat immer gedacht, es wäre extrem süß. Also, ich bin mir sehr sicher, sie hat Metaton ihn total beeindrucken lassen. Ein Roboter mit einer Seele. Das ist so super relevant in seinen Hobbys. Jetzt wissen wir Eskors Hobby. So, nachdem er Metaton gesehen hat, hat Eskor sie gefragt, ob sie den ganzen Wissenschaftsding für ihn tun kann. Aber niemand hat irgendetwas von ihr bis jetzt gesehen. Oder sie überhaupt. Sie muss wirklich den ganzen Tag hier in ihrem Labor sein. Wie ein kleines Mädchen leben. Ja, wie wir. Oh Gott. Und jetzt über Eskor nochmal. Oh mein Gott, er ist ein totaler Loser. Er ist ein großer, haariger Goofball. Wie, ich liebe diesen Typen. Er ist so nett. Jetzt habe ich die Stimme sogar noch verkackt. Oh Gott, wir sind so Hype für die Zerstörung der Menschheit. Oh Gott. Wir gehen mal lieber ganz schnell und unauffällig rückwärts und verlassen den Raum. Und da ist noch Sans. Können wir uns dann nicht, aber zuerst gucken wir mal auf der linken Seite, was dort ist. Es ist nur eine normale Wand. Ja, komm, wir haben Samstag, wir haben Wochenende, wir haben noch früh, ich mache jetzt noch den Sans. Hey, ich habe gehört, du gehst zum Chor. Wie wär's, wenn du mit mir zuerst Abend frisst? Okay. Großartig. Danke, dass du für mich bezahlst. Danke für die Einladung. Oh Gott. Hier drüben, ich kenne eine Abkürzung. Ich bekomme morgen wieder Halsschmerzen von. Oh Gott. Wie ist das passiert? Nun, wo wir sind. Ach, im Hintergrund hört ihr jetzt das Lied, von ihm, das eines von Sans Leitmotiven. It Rains Somewhere Else oder so heißt es. So. Ja, und dieser Text hier ist noch relevant, deshalb mache ich den jetzt noch gerade. Deine Reise ist fast zu Ende. Du musst wohl wirklich nach Hause gehen wollen. Hey, ich weiß das Gefühl, Buddy. Auch wenn, vielleicht ist es manchmal besser, das zu nehmen, was dir schon gegeben ist. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Was du tun musst, ist das wirklich wert?
Warum? Wir müssen doch einfach nur Esker fragen. Ah, vergiss es. Ich zähle auf dich, Kid. Das ist nicht von dir, Sans. Hey, lass mir dir eine Geschichte erzählen. Also, ich bin ein Wächter im Snowden Forest, right? Ich sitze draußen und warte für Menschen. Es ist irgendetwas langweilig. Glücklicherweise, tief im Wald, ist da eine große, abgeschlossene Tür. Und sie ist perfekt, um Knock-Knock-Witze zu üben. Oh Gott, nee. Also, eines Tages habe ich sie alle verprügelt. Ja. Das ist so ein Wortspiel. Wie immer. Ich klopfe an der Tür und sage Knock-Knock. Und plötzlich, von der anderen Seite, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? So, natürlich, habe ich geantwortet. Servieren. Nee. Ich habe den da verkackt, sorry. Dishes. Nee, sorry, ich bin müde. Also, servieren. Wen servieren? Serviert einen sehr schlechten Scherz. Dann hat sie einfach begonnen zu lachen. So, als wär's der beste Scherz, den sie innerhalb von 100 Jahren gehört hat. Also habe ich sie alle rausgehauen und sie hat einfach weitergemacht mit Lachen. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Besser als ein Grillbeiß. Dann, nach ein paar Dutzend von denen, hatte sie geklopft und sagte: Knock, knock. Ich sagte: Wer ist da? Alte Frau. Nee, alte Frau. Alte Frau wer? Oh, ich wusste nie. Okay. Das ist ein tolles Beispiel. Also, Old Lady Who. Also, Old Lady Who. Schnell gesagt, Old Lady Who. Oh, ich wusste gar nicht, dass du jodeln kannst. Ich hoffe mal, ihr habt den Scherz erstanden. Wow. Unnötig zu sagen, war diese Frau extremst gut. Wir haben uns gegenseitig Witze erzählt für Stunden. Eventuell musste ich mal gehen. Papyrus wird, wird etwas gekränkt ohne seine Schlafe. Ohne seine Gute-Nacht-Geschichte. Aber sie hat mir gesagt, ich soll mal wiederkommen. Und das habe ich getan. Dann habe ich es wieder getan. Und wieder. Es ist schon ein Ding. Ich glaube, niemand muss hier sagen, wer diese alte Frau in den Ruinen ist. Ja, genau, Toriel. Wir haben uns schlechte Scherze durch die Tür gesagt. Das war cool. Ich muss gerade einen Schluck trinken. Eines Tages jedenfalls habe ich bemerkt, dass sie nie sehr viel lachte. Ich habe sie gefragt, was los ist. Da hat sie mir etwas Seltsames gesagt. Wenn irgendwann ein Mensch hier durchkommt, könntest du bitte mir etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn, oder? Nun, ich hasse es, Versprechen zu machen. Und diese Frau, ich weiß nicht mehr ihren Namen, aber jemand, welcher so sehr Flachwitze mag, hat etwas an sich, zu dem du nicht Nein sagen kannst. Ja, ja, ich kenne das. Nee, kenne ich nicht. Verstehst du, was ich sage? Dieses Versprechen, das ich dir machte. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel. Oh Gott, ich will was. Du wärst tot, wo du stehst. Hey, beruhig dich, Kumpel. Ich mach doch nur einen Scherz. Nebenbei. Was? Hab ich keinen wunderschönen Job getan, dich zu beschützen? Ich meine, guck dich an. Du bist nicht ein einziges Mal gestorben. Hey, was bedeutet dieser Blick von dir? Lieg ich falsch? Ja. Ja. Gut, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Weil jemand macht sich wirklich Sorgen um dich. Ah, er geht wieder. Wohin geht er? Dann geht er. Okay, hier ist noch der Figurslecker-NPC. Als ich hierher komme, habe ich vergessen, eine Reservierung zu machen. Aber ich wollte nicht aussehen, als hätte ich es versaut. Also bin ich trotzdem reingegangen. Nun bin ich etwas... Ich esse etwas von diesem Viehkost.
Ja, das ist übrigens das Originalvieh von dem Gaster Follower 1. So, und jetzt haben wir auch alle persönlich kennengelernt. Wie gesagt, Gaster Follower 3 gibt's hier nicht. Ach du Scheiß, was ist das? Also eigentlich haben wir Labyrinthe gemacht, um Menschenattacken abzuwehren. Aber nun, das hier zu bauen ist absolut verwirrend. Es ist eine schlimme Tradition. Du kannst nicht zwei Schritte gehen, ohne in einen Puzzle reinzulaufen. Oh Gott. Ich habe am Kern gearbeitet. Das Innere ist ein Labyrinth, gemacht aus verschiebbaren Teilen. Das meint, wir können das Layout verändern, wie wir wollen. Junge, das war heute ein spaßiger Tag. Ich liebe Puzzles. Okay, und das ist dann jetzt noch der Vater von Snowdrake. Ich bin der Resort-Comedian. Ich bin sehr witzig. Leute lachen über meine Witze. Nun, mein Sohn. Er wollte auch ein Comedian werden, wie sein Vater. Aber seine Scherze sind nicht witzig. Nun, sagt er schlimme Wortspiele. Er ist eine Schande zu unserer Familie. Hahaha, das ist nicht witzig. Seitdem seine Mutter tot ist, konnte er es nicht mehr aushalten, weiter zu Hause zu leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn nicht gesehen seit... Ich bin ein schlimmer Vater. Hahaha, das ist nicht witzig. Oh, Snowdrakes Familie tut mir so leid. Und mit seiner Mutter machen wir auch noch Bekanntschaft. Spoiler Alert, zu spät. Blub, blub. Du hast... du musst einen Tisch reservieren, um dort zu essen. Du wirst auch noch einen Stuhl reservieren müssen. Dein Besteck, dein Essen, dein... Wir lassen's lieber. Notfalls... Ach du Schande! Da steht etwas auf der Fontäne. Königliche Erinnerungsfontäne, gebaut 2000 X10. Metaton hat es die letzte Woche gebaut. Reden mit dem Vieh hier und dann beenden wir die Folge. Willkommen im MTT Resort, at Landsbergets Apartment, Building Turned Hotel, whatever you stay here für die Nacht. MTT Resort ist ein wunderschöner Ort zum Bleiben. Du gehst da durch. Nice. MTT Resort ist auch super, um durchzugehen. Sehe ich genauso. Die relaxende Atmosphäre in diesem Hotel, es füllt dich mit Entschlossenheit. Sehe ich genauso. Und ich bin entschlossen, die Folge jetzt zu beenden. Also, bis dann, Leute. Ciao.